Hallihallo ihr Lieben, heute habe ich für euch die neue Glossy Box. Die ist die Tage bei mir eingetrudelt und ich wollte jetzt einfach mal mit euch auspacken, so wie es eigentlich jeden Monat mache. Ich bin jetzt glaube ich sogar relativ aktuell mit meinen Videos, hoffe ich doch. Und ja, da haben wir bei der Glossy Box als erstes ein Grübchen von La Vera dabei, inklusive einem Gutschein für einen 2 Euro Sofortrabatt für die La Vera Naturkosmetik Re-Energizing Sleeping Cream. Ja, Muni und Englisch ist momentan nicht so gut. Dann wieder ein Gutschein für My Müsli. Und ja, die Sneaker-Trends von Zalando. So, die Glossy Box ist diesmal wieder eine ganz normale pinke, also keine Special Edition oder keine Special Box, zumindest äußerlich. Hier haben wir das Glossy Mag und diesmal habe ich tatsächlich noch nicht vorher in die Box reingeguckt. Das heißt, ich bin genauso unvorbereitet wie ihr, wenn ihr nicht schon woanders irgendwo ein Video gesehen habt. So, und ich zeige euch das einfach mal. Ich sehe schon voll tolle Sachen. Also die ersten zwei Sachen, die ich schon sehe, finde ich richtig cool. Vielleicht kann man das so sehen, ohne dass es jetzt rausfällt. Und dann blättern wir jetzt einfach mal durch. Und was ich so sehe, da ist schon mal das erste. Hier unten. Das ist ein Nagellack von Catrice. Das ist ein Ultimate Nail Lacquer in 108, the very, very best. Ja, das ist ein Originalprodukt mit 2,79 Euro für 10 Milliliter. Und ich finde die Farbe eigentlich ganz cool. Also es ist so ein Mix aus Pink, Lila, Rot, finde ich. Und ja, die Catrice Nagellacke hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch keinen. Aber den werde ich dann mal ausprobieren. Und der passt auch relativ gut so in mein Farbschema momentan. Ist relativ wenig lackiert, ich habe nur noch den Ringfinger. Ja, weil ich den anderen Nagellack, da abgeplatzt ist, einfach abgemacht habe. Aber der Ringfinger, der ist ja noch ganz schön aus, deswegen habe ich den mal so gelassen. So, dann das nächste, was ich hier finde, ist von Mary Kay. Das ist der Oil-Free Eye Make-Up Remover. Dry to oily skin, also es ist ein Make-up-Entferner, ein ölfreier Augen-Make-up-Entferner. Das ist jetzt wieder echt gut für den Sommer, weil ich im Sommer echt oft wasserfestes Augen-Make-up benutze. Und ja, da werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Der kostet im Original 21,50 für 110 Milliliter und jetzt lasst mich mal schauen. Das ist das Originalprodukt. Also haben wir hier 21,50 Euro in der Box, was schon wieder mega geil ist. Ja, ich freue mich immer, wenn die Produkte echt den Wert von der Box toppen, weil die Box kostet an sich, glaube ich, 15 Euro. Und ja, kann ich auf jeden Fall super gebrauchen. Was haben wir denn hier noch? Da geht es doch hier schon wieder weiter. Dann haben wir von Bebemore eine hautstraffende Bodylotion, sichtbar straffere und glatte Haut mit Meeresmineralien und Algenextrakt für normale bis trockene Haut. Also, finde ich gut. Ich habe jetzt momentan auch von BB eine Bodylotion, die extra schnell einzieht mit so Traubenkernöl. Ja, die finde ich aber jetzt auch ganz gut. Ich glaube, ich werde die jetzt auch erstmal benutzen, die andere in den Schrank wieder stellen. Riecht auch sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen bläulich, also von der Farbe her, ich weiß nicht, sieht man bestimmt. Ja, weil ich benutze eigentlich eh so jetzt, wenn es wärmer wird, immer so eine hautstraffende Lotion. Und momentan habe ich da einen von Garnier. Aber ich werde die dann auch ausprobieren. Also ich mache jetzt meine Garnier leer und dann benutze ich die und meine andere BB stelle ich dann in den Schrank. Die kostet 4,49 Euro für 400 Milliliter. Ist auch ein Originalprodukt. Also schon wieder drei Originalprodukte in der Box. Ist ja echt cool diesmal. Mal gucken, was haben wir denn als nächstes? Ja, einmal die Luvos-Produkte sind natürlich wieder drin.
Da ist jetzt so ein Testpaket mit natürlich wirksam gegen Akne und unreine Haut. Luvos Heilerde, 2 Hautfeinpaste. Okay, also ich habe jetzt nicht unbedingt Akne oder unreine Haut, aber ich glaube, das ist vielleicht was für den Bastian. Der kämpft immer mit seinen Pickelchens und seiner Akne. Also ja, da werde ich dem das wohl mal andrehen. Ja, das ist wie gesagt so ein Probepäckchen. Ich gucke jetzt mal. Aber ich glaube, dazu steht nichts weiter drin. Also da ist Luvos Naturkosmetik Dreier-Set steht hier was zu drin, aber jetzt zu diesem Pröbchen steht nichts drin. Aber wo habe ich es denn gesehen? Hier. Von John Frieda das Frizz Ease unbändige Geschmeidigkeit Shampoo. Wirkt von innen heraus für gebändigtes Haar, bekämpft Frizz sofort. Ja, John Frieda finde ich immer echt, echt mega. Und das ist jetzt ein Probefläschchen, glaube ich. Ja, das sind 50 ml und das Originalprodukt mit 250 kostet 9,99 Euro. Und ich kann sagen, das ist mit Sicherheit sehr, sehr gutes Shampoo. Ja, und werde ich auf jeden Fall auch benutzen. Und als letztes haben wir hier von Uani nennt man das so. Nee, Unani, Dermo Defense Face Mask. Das ist, denke ich mal, so eine Gesichtsmaske. Ja, das ist eine Gesichtsmaske, spendet der Haut Pflegeschutz, Nährstoffe und Feuchtigkeit. Ja, das kann man ja eigentlich auch immer gebrauchen. Ich schaue jetzt gerade mal, wo die sind. Ja, da ist das Originalprodukt. Das kostet mit 100 ml 15,99 € und da sind auch 100 ml drin. Also auch wieder das Originalprodukt und das soll man ein- bis zweimal die Woche gleichmäßig benutzen. Und ich würde sagen, ja, das war's mit der Glossy Box und die fand ich jetzt im Gegensatz zu den ganzen letzten Boxen echt richtig, richtig gut. Also es, mit dem Nagellack, ich finde ja auch immer dekorative Kosmetik da drin ganz gut und Nagellack kann ich immer gebrauchen. Ja, Gesichtsmasken und ein, natürlich Gesichtsreiniger oder Augen-Make-up-Entferner, ein Shampoo und eine Bodylotion finde ich richtig, richtig gut. Und ja, ich freue mich diesmal richtig über meine Glossy Box. Ihr dürft mir gerne wieder Kommentare unten da lassen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss!